Fossils. Nee, falsch. Komm nochmal rein, das kommt ja. Noch gesucht. Weißt du jetzt, ob es den Text von Two Story Town? Auf jeden Fall. Jetzt das hat was zu sagen. Der Fehler mit der Two Story Town am Anfang hat die Atmosphäre richtig schön aufgelockert. Da haben die ähnlich. Der Typ ist keine Maschine, das ist doch ein Mensch. Der ne? Typ war dann plötzlich klar. Ne? Total lustig. Ich fand es unheimlich lustig, das sehen. Ja, das ist schon einfach. Weil du mich vorhin gefragt hast, ob ich ihn jetzt weiß. Also, die Geschichte ist die, ich habe um 18 Uhr auch schon genau den gleichen Scheiß gemacht. Ich weiß nicht, wie der Song anfängt. Fragt er mich gerade, weiß ich jetzt, wie der geht, so klar. It's a one-way street. I walk down Second Avenue. Sick of dreaming. Dreams are never coming true. Christine, Applaus! Ich habe liebevoll versucht, für meine Frau Essen zuzubereiten und leider bei dieser Aktion bin ich abgerutscht beim Dosendeckel aufbiegen und habe mir die halbe Fingerkuppe weggesäbelt. Jetzt bitte einmal die Hand vors Gesicht halten. Daumen hoch ist heute das Stichwort. Nein. Ich werde jetzt nochmal so eine Leitung über den Rücken ziehen, aber es war dann noch die Ich liebe dich. Das ist einzigartig. Okay, oh. Dieses Format heißt 60 Sekunden Bounce und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Sollten wir mit den Antworten keine 60 Sekunden füllen können, kannst du gerne ein paar Grimassen schneiden, ein bisschen improvisieren. Das kannst du ja. Frage 1. Wie heißt du und wie alt bist du? Olli, 30. Frage 2. Welches Instrument spielst du bei Bounce? Gesang. Das war's. Hallo Jens, verrate uns bitte deinen Namen und deinen Wohnort. Mein Name ist Jens und ich komme aus Erkrath. Erkrath? Ist das eine schöne Wohngegend? Nein. Hallo Johannes. Johannes ist aber ein langer Name. Nennen dich deine Spielkameraden deswegen alle Jojo? Vermutlich. Und weil man da auch unheimlich lustige Witze drauf machen kann. Also Jojo. Jojo. Wie alt bist du denn? Also wie viele Jahre? Sagen wir mal 6 Jahre. 6,2 Jahre. Achso, ich spiele auch noch Mutter Monika.
Und ich spiele eine Takamine akustische Gitarre. Und ich spiele ein Tele. Ja, liebe Leute, ich bin der Tom, ich bin 41 und damit habe ich deine Frage schon hinreichend beantwortet, glaube ich, ne? Bei der Castingshow X-Faktor muss eine 16-jährige Kandidatin aus Jugendschutzgründen her ab 23 Uhr im Publikum Platz nehmen. Wie regelt ihr das heute? Tja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie das... Naja, spielen wir nach 23 Uhr noch? Doch, da müssten wir noch so gerade am Spielen sein, oder? Wer hängt oft mit Musikern rum? Bassisten. Welches Instrument spielst du? Bass. Und macht Spaß? Sicher, Bass macht Spaß. Und ich spiele zusammengekniffene Luftballon oder Karnevalströte, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Schon mal ein Schnürsenkel gespannt über Toms Kopf. Was sagt ein Schlagzeuger beim Sex? Soll ich auf die 1 oder auf die 3 kommen? Ich habe hier 3 Fotos. Kannst du uns was zu diesen 3 Fotos sagen? Jetzt bin ich gespannt, liebe Leute. Ha, unser Stevie, ganz früher, klasse. Woran erkennt man, dass ein Schlagzeuger an die Tür klopft? Das Klopfen wird schneller. Das ist der Basti Friebel, den mag ich total gerne. Der macht heute für uns das Licht. Klasse Typ und ist eigentlich immer lustig drauf. Finde ich klasse, super. Warum legen Schlagzeuger ihre Sticks immer auf das Armaturenbrett? Den kenne ich noch nicht. Damit sie auf Behindertenparkplätzen parken dürfen. Das probiere ich aus. Sack. Liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist in meinem Schifffahrtspatent, will ich nicht sagen, in meinem Führerschein für die Sportbootfahrerei ist das Passbild. Okay. Du kaufst originale Samboa-Gitarren, kreierst deine eigenen Klampfen, arbeitest Vollzeit, sagt man zumindest, bist ständig mit 2 Kombos auf Tour und willst nächstes Jahr heiraten. Wie bekommt man das alles unter einen Hut? Wenig schlafen. Das ist, glaube ich, das Rezept und viele Überstunden. In vielen Augen bist du eine Mischung aus James Hetfield, Jon Bon Jovi und Helge Schneider. Welche in wie vielen? In 2? Welche Einflüsse stecken noch in dir? Hast du Bryan Adams schon gesagt? Hätte ich jetzt noch gesagt. Michael Jackson? Vielleicht ein bisschen Elvis. Wo du gerade Elvis sagst. Du bist bekannt für deine Elvis-Imitation. Bekannt? Hast du schon mal über eine Karriere als professionellen Elvis-Imitator nachgedacht? Nein, dann müsste ich meine Haare abschneiden. Das ist nicht gut. Könnten wir trotzdem eine Kostprobe bekommen? Ja, natürlich. Das war eine Frage, ich habe geantwortet. Wie sehr hat Bounce dein Leben verändert? Völlig. Ich könnte so ein ruhiges Leben führen, aber nein. Du spielst Klavier. Hast du dir das Klavier selber ausgesucht? Oder wurdest du, wie viele andere Kinder auch, von deinen Eltern dazu gezwungen? Ja, gezwungen, aber in ganz harmloser Art und Weise. Also wir hatten einfach eins und ich habe dann Unterricht bekommen. Ich habe mich auch nicht dagegen gewehrt und fand es jetzt auch nicht schlecht. Insofern war das schon okay. In Edenkoben konnte man deine Zuneigung zum FC Schalke 04 feststellen. Welche schlechten Eigenschaften besitzt du noch so? Sollte erstmal reichen, glaube ich, an schlechten Eigenschaften. Wird es ein 20-jähriges Bounce-Jubiläum geben? Wenn ja, auch mit dir. Ich bin dabei. Natürlich. Natürlich. Welcher Song von DJ Ötzi gefällt dir am besten? Kannst du den mal singen? Leute, ich werde mir jetzt nicht die weiße Mütze aufsetzen, um einen Stern zu singen. Ich werde es nicht tun. You're dancing with your shadow, you've been talking in your sleep. Well, you can walk on water, but don't wanna wet your feet. You really got me. Seit geraumer Zeit ist es dein Bestreben, Jon Bon Jovi oder Richie Sambora auf euch aufmerksam zu machen. Dieses Interview hier landet auf YouTube, also im World Wide Web.
Die Möglichkeit, dass einer von beiden das hier sieht, ist sehr gering. Dennoch, was würdest du den beiden gerne sagen? Was würde ich den beiden gerne sagen? Ja, Leute, kommt mal vorbei, guckt euch das Ganze mal an und da kann ich jetzt hier gar nicht sagen. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending, das wird die Party des Jahres, ja das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, jetzt haben sich hier alle getroffen, wir feiern bis zum Abwinken, hier wird Konfetti geschossen. Hebt die Hände in die Luft und macht die ganze Nacht Krach, damit auch jeder Partymuffel geht, weil er abkackt. Kackst du ab, hast du verkackt, denn die Party geht erst los, wenn die Bässe richtig pumpen bis in jeden Hinterhof. Das ist Atzenmusik, bei uns verbrennt jeder Club, es wird gefeiert wie noch nie, schmeißt die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Ist das die Pyrosteuerung? Ja. Und für die Flammenwand und für die Tänzer Drachen und Tiger. Aus lustigen Luftballons knoten wir. Ich habe gehört, der Olli tanzt heute seinen Namen. Ihr habt euch für Kies in der Mitte entschieden. Ich heute mal schön verkabelt. Ja. Okay. Nur heute? Es geht ja nur um die Optik. Ne? Überschaubar, oder? Würde ich jetzt eigentlich so? Ich könnte es, um hier unten noch ein bisschen Energie rauszunehmen, könnte ich einfach hier unten ein bisschen weiter aufspreizen und das dann hinterher oben einfach ein bisschen dichter zusammenknallen. Ne? Ja. So. Ich wollte nämlich gerade mal fragen, wie sieht es aus, wenn du das. Ja. Der wird hier schlanker. Ja. Ich fahre mal 6 Grad. Mal sehen, was passiert. Das soll wirklich gucken. Dann müsste ich aber wahrscheinlich hier schon. Winkel ist mal mit dem Frame, wenn ich den drehe, maximal 1 Grad. Negativ, ja, richtig, drin, ne? Richtig, den habe ich hier eingegeben. Ist okay. So, dann gehen wir hier mal 6. Und da ich dir sowieso separat fahre, zack. Könntest du oben noch mal ein bisschen leiser ziehen, wenn es. Aber sehe ich jetzt nicht für wirklich. Ja. Ja, vor allem, und den fürchten wir, den exekutiven Bereich. Ne? Der wird meistens mit Gesicht 2 angekündigt. Eigentlich fürchten wir alle Bereiche, deswegen kuschen wir so, wenn er sagt: Ab! Hey! Also auf der Arbeit würde ich mir so einen Chef nicht gefallen lassen, aber ist ja Freizeit, da ist es ja in Ordnung. Genau. Kannst du jetzt mal ein wenig Scheiße bauen und mir assistieren und mir einfach die Sachen anziehen? So assistieren? Lass mich da einfach machen, dann geht das schneller. Das ist ein Pedo, das ist ein Gummi. Das ist ein Schnauz. Als Schnauz. Das ist mal schwierig. Es ist schön, wenn das nah ist, aber wenn man sich dann schnell bewegt beim Gig, haut man auch immer dagegen. Das tut. Ja, hier nicht. It's gonna be hard, yeah. It's gonna be hard to keep me in a seat here, I think. Jesus, an Jojo dran. Ey, es ist schon erledigt. Soll ich diesen Job machen, wenn er schon erledigt ist? Ich liebe Jobs, die ich machen muss, die aber dann schon erledigt sind. Dann kann ich mich jetzt ausruhen, kann eine Zigarette rauchen. Ich rauche nicht. Was soll ich denn dann machen? Ah! Nee. Prima.
Na, ja, Benni, siehst du den Unterschied? Ja, so, guck mal. Du kannst Gitarre spielen, spielen, singen, scheißegal, ja, kann ich nicht in Krawatten. Wie, das ist ein Scheißknoten, den ich da mache? Das teilt! Nein! Warum? Komm, schwuler Knoten. Jawohl, sogar. Ja, schwul. Komm, die ganze Zeit schwul. Die Hand zu ziehen, weil die alles voll. Das ist doch mal stuntmäßig. Ich muss wahrscheinlich in der Hose tun, ne? Wo ist denn jetzt das, wo ist denn das Hemd jetzt her? Aus dem Hut gezaubert. Ich habe allerdings nur dieses eine lange. Das ist allerdings nicht weiß, das nennt man, glaube ich, Eierschale oder so. Eier! Champagner. Eier! Bin ich so genehmigt? Hör mal, du bist voll genehmigt. So, dann lass mal tun. Also, was wir regelmäßig hier erleben dürfen, das ist, mit Geld nicht zu bezahlen, glaube ich. Ja. Haben jetzt das außerordentliche Glück, dass du warm bist. Eine warm gelaufene Stimme dass von mir warm ist. Erforschen zu dürfen. Kunst? Ja, es ist warm. Auf jeden Fall. Ey, es ist so geil, wie viele Friends heute Abend hier sind und hier Arbeit leisten. Ey, das ist echt nur, nicht nur hier fünf Affen, ja, die da irgendwie Songs von anderen Leuten spielen, sondern... Nimm das auf! Es sind ganz viele tolle Leute, wie zum Beispiel Schlenki, der ganz... erstklassige Fotos schießt. Ich habe schon welche gesehen. Komm hier nur hin wegen dem Freibier eigentlich. Eigentlich kann man von den Bildern heute Abend schon wieder einen Kalender machen. Das sind geile. Der Olaf? Der Olaf ist Schlagzeuger. Ja. Kann trotzdem vollständige Sätze sprechen. Das ist ein Einstellungsmerkmal hier, ja. Der Will aber hat auch die Dollar-Aktion gebracht. Ich fand die so geil. Das ist noch so frisch, dass da noch keine Rückstände von ekelhaften Absorbungen. Das hat er immer so schön für die Disco. Ich bin ja nicht so der Tänzer, ich bin mehr der Ficker. Eigentlich müsste jetzt in 2 Minuten der Film losgehen, was? Aber wie ich gerade schon stehen hier noch Leute raus.
Sie nennen dich den Mister. Warum und was zeichnet einen Mister in deinen Augen aus? Das hat irgendwas damit zu tun, dass der Olli mich irgendwann mal so genannt hat, glaube ich. Auszeichnen. Ich muss kurz unterbrechen, weil das Telefon ist, kann auch meins. Hey! Ja, geht ab! Geht ab! Geht ab! Geht ab!